willkommen zu einer neuen Folge, schrecklich neuer Stream, schrecklich Weiterführung des letzten Streams, weil es ist nur 5 Sekunden oder so später als der letzte Stream, als er geendet ist. Egal, denn der Dragon wollte gerade eine Frage stellen, wurde unterbrochen. Deswegen darf der Dragon jetzt seine Frage wieder weiterführen, damit er nicht unterbrochen wird und seine Frage fragen kann. Deswegen, Dragon, bitte ich dich jetzt, frag deine Frage und sei glücklich. Ja, okay. Ich wollte Noah fragen, ob er weiß. Wieso rede ich jetzt in der Passe? Ja, Noah, weißt du, wenn du Hunde, die mir gehören, züchtest, also mein Fleisch, gehört dann der Babyhund dir oder mir? Oder kannst du das überhaupt machen? Hey, Moment mal, sind Babyhunde eigentlich, wenn man, sind sie dann von Anfang an? Die gehören schon wem, ja. Die sind sofort mit Halsband geboren. Müsste man eigentlich testen. Dann komm oder? Mit. Dann komm ich mal mit. Obwohl ich eigentlich mein Haus abreißen müsste. Also ich glaube eigentlich, dass die dann, also wenn Noah die züchtet, die Noah gehören. Ja, ne, dachte ich auch so. Aber irgendwie sieht der Marktplatz trotzdem noch ein bisschen schäbig aus. Ja, der Marktplatz ist irgendwie ein bisschen komisch, der ist ein bisschen klein, finde ich. Ich habe extra was dazu gebaut jetzt. Oh, okay. Kann man sich ausborgen. Betsy! Ja, er nimmt gleich Betsy mit der Diamantrüstung und mehr Leben und allem. Wenn du sie beschädigt, musst du bezahlen. Du kannst auch gerne züchten. Warum hat der keinen Namen? Weil ich kein Namensschild mehr hatte. Ich glaube, ich habe oder weil ich keins gefunden. Ich habe das Namensschild, was ich hatte, verbraucht. Ich habe auch irgendwo noch zwei liegen, aber ich weiß nicht wo. Das ist gut. Warte, ich schaue nur kurz. Das liegt so rum. Kannst du schon runtergehen? Kommt, nur, ich das kann schon runtergehen, ich schaue, ob keine Kühe verschwunden sind, wieder auf unerklärliche Weise. Oder sich in Feuerzeuge verwandelt haben. Oder willst du wieder sterben? Ich habe Pete vorher mit meinem Bogen einmal abschießen müssen und der hat dann noch ein halbes Herz gehabt nachher. Ja, echt, wo? Also, boah, fast hat er mich getötet. Das ist nur einer. Komm mit. Die ganzen Hunde sind hier unten. Hast du Knochen? Du musst dem Fleisch geben. Nee, das wäre irgendwie Knochen. Lustig gewesen, wenn mich der Bogen gleich zerschmettert Fleisch. Hätte. Oder? Fleisch? Okay. Zum Züchten musst du das Fleisch geben. Warte, ich hab Fleisch. Ja, verrottetes geht auch. Du kannst auch verrottetes geben. Nein, ist mir egal. Geh weg. Ich hab sowieso so viel. Ich muss die wahrscheinlich aufsitzen lassen. Ja. So, Steff. Nicht darunter hüpfen. So, ist das jetzt dein Hund oder mein Hund? Also, juhu, Eisen. Ja, drück einfach mal rechts. Ja, er rennt hier nach, das ist deiner. Okay, yeah, ich hab einen Hund. Der Hunde von meinen züchten. Ja, ich muss die aufsitzen. Und er rennt weg, er rennt in die Höhle. Carlo, was machst du? Carlo. Nein, ich nenne ihn Bobby. Carlo, ich kenne Bulldogger namens Bubu. Vielleicht teleportiert er sich ja nach. Wie das irgendwie alle Hunde können, aus irgendeinem erfindlichen Grund. Ja. Es gibt diese Na Gott sei Dank können sie das, sonst würde jetzt ein Hund in einem Schafsgehege festsetzen, weil zum Glück getampelt ist, sonst würde er alle auffressen. Wo bleibt er denn jetzt? Ich bin jetzt auch mitgegangen. Okay, da ist er. Wem rennt er nach? Wieso rennt er zu mir? Das ist meiner jetzt aber einmal. Warte, ich mach mal Rechtsklick auf ihn. Ja, du kannst es nicht. Nee. Okay. Wieso kannst du mir Hunde züchten? Das ist auch sehr sinnvoll. Und jetzt? Ich kann dir die Stelle zeigen, wo man Hunde fände, wenn du einen Hund willst. Ich habe sowieso gerade keine Knochen dabei. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe 19 Knochen dabei, also. Ich muss jetzt hier mein Haus umbauen, ja. Ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, Dragon. Was? Nicht weinen. Dass ich weggehe. Ja. Ich habe ein Babyhund. Dass du keine Zeit für ihn hast. Ich habe einen Babyhund namens Noah. Yeah. Hast du? Wieso? Oh. Perfekt. Warte, ich Noah, immer einen Babyhund hast du ein neues Aspect drin? Ja. Welche Halsbänder hat. Welche Farbe hatten die Halsbänder von den Hunden bei mir daheim? Es waren zwei Farben, also eine musst du jetzt mal warten. Ich glaube, das eine war so gelblich. Gelblich? Meinst du orange? Also orange? Ja. Ja, das ist die neue Standardfarbe bei Hunden, die gezähmt werden anscheinend. Jetzt ist es nicht mehr rot, sondern orange. Wow, okay. Toll. Ach ja, okay. Welches Texture Pack nehme ich?
Noah. Ja, Peter hat es dir schon mal erzählt, wahrscheinlich, dass wir im Nether da uns darauf gebuddelt haben über den Bedrock. Wir haben jetzt auch so einen Schleimaufzug, einen Teil zumindest der Strecke rauf gemacht. Also ich eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, deswegen. Es ist. Habt ihr euch einfach rechts daneben irgendwo hochgebaut? Es ist, wenn du bei meinem Portal rausgehst, geradeaus. Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, es sind auch Steinziegeltreppen dort, also. What the fuck? Und es ist irgendwie lustig rauf zu hüpfen und die ganze Zeit dann wieder runter. Voll lustig. Boing, boing. Which is the odd one out in your group? Ich lerne jetzt Englisch während dem Stream. What? Warum? Was? Bin ich froh, dass ich das nicht einfach lernen muss. Aus Lustigkeit. Nicht Spanisch, was ich lernen muss. Immer. So. Okay, was schauen wir uns hier mal an? Was heißt Pflicht auf Englisch? Oh. Welchen Zusammenhang? Allgemein Pflicht. Wie fragst du jetzt hier uns ab oder wie? Ja. Ich habe noch nicht hingeschaut. Ich weiß. Ja, ich weiß es zwar. Ich würde Duty sagen, oder? Ja. Duty. Call of Duty. Ja. Nee, aber es kann, glaube ich, auch ein anderes Wort heißen. Also, es hat schon verschiedene Synonyme. So, ich baue jetzt hier erstmal um. Yay, es wird jetzt eine ganz schöne Arbeit, aber gut. Ja. Wenn Noah jetzt eh da ist, kann ich ja mal essen gehen. Gut, dann kann ich mich mit Peter privat unterhalten. Was? Ja, nehmt euch ein Zimmer, ich hab's vorher schon erwähnt. Das Zimmer heißt Stream. Unter Privatunterhaltung versteht ja nur eine Vokabelabfrage. Toll. Ja, das ist wichtig. Englisch ist wichtig für dein späteres Leben. Ja. Noah macht Dirty Talking. Und das What ist eigentlich means? Nur Dirty, weil es falsch ausspricht. Warte. So, jetzt ist da Erde. Kürbiskuchen. Kürbiskuchen. Bekommst du Kürbiskuchen zum Essen? Nee, aber ich habe gerade welchen gecraftet. Achso. Schade. Weil ich Kürbiskuchen esse. Ja, weiß ich ja nicht. Ich kenne deinen Geschmack. Ich habe noch nie Kürbiskuchen gegessen. Ich auch nicht. Aber ich kenne ja deinen Geschmack nicht, also. Genauso wie. Weißt du, was Blood Pudding ist? Natürlich. Was denn? Blutpudding. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Das mit Rinderblut. Nee, ernsthaft. Wirklich, dass das ein Pudding ist?
Ich muss erst noch aufladen. Ich muss noch meine Spermien nachladen. Ja. Ja. Ja, okay, ich bin jetzt, was ist. Ja. Jetzt habe ich ihn vergrault. Ja, ja, das war ein Ziel. Das glaube ich. Aber du hast ja mich noch. Oh, nee. Ach ja, Peter, wie geht's dir? Ja, das ist gerade getrocknete Mango. Was, krass. Mhm. Und ich werde von meiner Mutter gerufen. Also gehe ich kurz raus. Oh, tschüss. Mann, bist du auch noch weg. Bis gleich. Ja. Ja, aber ich werde hier noch Level farmen und ich will gleich wieder Level 30, um dann eine Spitzhacke zu bezaubern. Ich will jetzt aber auch Glück haben, ne? Also jetzt ist es, geht nicht anders. Muss doch mal möglich sein, hier Glück, oder soll ich mal das Schwert verzaubern? Nein, ich verzauber jetzt erst Spitzhacken. Außerdem, Spitzhacken kann man nie genug haben. Spitzhacken kann man nicht genug haben. Die Spitzhacken. Deswegen verzaubern wir jetzt erstmal ganz viele Tierspitzhacken. Aber irgendwie habe ich jetzt nicht mehr so Glück mit den Diamanten. Denn Diamanten wären jetzt auch mal wieder toll, beziehungsweise ich habe gar nicht meine Silk Touch Spitzhacke dabei. Oh oh. Ja, Lava. Und Redstone, ist das Redstone, was mich zum Level 30 bringt? Oh ja, es ist das. Okay. Hammerfett. Cool. Und wieder zurück. Und verzaubern. Okay. Nee, das wird doch jetzt die letzte Verzauberung sein. Dann lasse ich es mal für heute. Nur den verzaubern. Wir können mal uns wieder was anderem zuwenden. Dann habe ich heute ein bisschen gefarmt. Hast du wieder erklärt, was auf deinem Schreibtisch drauf ist? Nein, ich habe erklärt, dass ich jetzt wieder Level 30 bin. Aha, okay. Wieder was zaubern kann. Was ist das? Was ist das? Seit wann spielst du wieder LOL? Was war das für eine Dose? Spezi. Ah ja. Oh Gott, ich glaube, da steht gerade ein Creeper, wo ich gerade spawne, oder? Ja, habe ich extra hingeloggt. Nee, weil ich da vorhin einen Creeper gesehen habe, meinte ich. Jetzt habe ich. Oh, ich bin so doof manchmal. Oh. Was machen wir jetzt, wenn Dragon weg ist? Intime Sachen. Nein, warte. Nee, das machen wir ohne Stream. Okay. Da hat er zum ersten Mal zu mir gesagt, ich bin so stolz auf ihn. Was? Was? Ja, egal. Willst du Kekse, Peter? Willst du Kekse? Gerne. Tebi ist wieder da, okay, Seriosität eingestellt. So, wir sind jetzt ganz seriös. Willst du auch Kekse, Tebi? Willst du auch lieber Kekse, Tebi? Liebe will sie bestimmt auch. Nicht von uns, aber von irgendwem. Oder doch? Nein, okay. So. Okay, warte. So. Oh Mann, nur Efficiency 4, schade. Naja, auch eine Müllspitzhacke. Hallo Skelett. Wie geht's dir? Ah, danke. Okay, gut. Super. Oh, das ist schade. Und jetzt noch ein Schwert auf Level. Ja, können wir auch verzaubern, oder? Wieso? Man kann gar kein. Oh. Das können wir auch mal machen. Wie mach ich das? Ich glaube, Level 27 bringt ungefähr dasselbe wie Level 30. Kekse, ja, Timmy, Kekse. Kennst du diese Milka-Kekse? Mhm. Die sind arschgeil. Boah, arschgeil. Ja. So. Was ein Wort. So. Arschgeil. Ich hab dir was geschickt. Per Post. Huch, plötzlich 20. 20 geht nicht, oder? Das ist unlogisch. Das ist voll unlogisch. Okay, ich brauche Eisen, Peter. Eisen! 24 ist Eisen. Suboptimal. So. Axt. Mit 28. Axt. Ah, 1 zu viel. Ah. 28 immer noch. Ja,
Ändert sich da was? Nee, ändert sich nichts. Ach, ist das schön, mal wieder zu streamen. 24, okay, warte, also 24 werde ich nicht kriegen, aber nee, dann will ich schon 28. Gell, hast du auch vermisst so ein bisschen das Stream. Oh ja, besonders mit dir. Und mit Tebi. Tebi! Tebi! Tebi mag auch Kekse. Ja, hab ich gesehen. Welcher Unmensch mag keine Kekse? So, ihr Hasen, sterbt und gebt mir Level! Level long bottom. Ja. Oh mein Gott, das Haus abbauen ist so öde. Oh nein, ich hab schon wieder keinen Inventarplatz. Oh nein. Nein, Peter, nein. Kubistone. Oh Mann. Und Peter, was hast du heute so getan? Ja, nicht viel. Ah, okay. Spannend, ne? Ich war halt mit meinem Vaterin unterwegs. Weiß ich. Wo warst du denn unterwegs? Döner essen? Nein. Nett. Wir haben uns Aubergine mit Gemüse geholt. Ach, gut. Ja, wieso baust du eigentlich nicht einfach ein zweites Haus nur? Weil ich den Platz eigentlich ganz schön finde hier. Und außerdem habe ich da unten schon so unglaublich viel gebaut. Und jetzt einfach ein zweites Haus anfangen. Ich möchte nur eins haben. Ich möchte kein zweites. Der Noah ist halt bescheiden. Ich möchte nicht expandieren. Der Noah will nicht so protzen. Der Noah will für sich einfach. Ja. So mache ich ja auch, kleiner Eingang, keiner sieht, was dahinter ist. Ich will nicht protzen mit dem, was ich hab. Ja, dann bloß ein riesengroßes, verwirrendes. Riesengroßes, verwirrendes Systemhaus bauen. Und dann, ja, ich protze nicht damit, aber es ist geil, ey. Das ist ja auch. Entschuldige bitte. Ist es ja auch. Will noch ein Hase noch. Okay, nee, das kriege ich jetzt aus dem Ofen. Oh Mann, mein Inventar ist so ungeordnet. Okay, jetzt aber. Mit der Axt. Ich find's irgendwie lustig, dass du den auch kennst. Ich find's irgendwie lustig, dass du den auch kennst. Das ist der Verwandte von meiner Ex-Musiklehrerin. Deswegen kenn ich. Hey, und das deswegen finde ich es so lustig, dass du ihn kennst. Weil er ist einer meiner Lieblingsklavierspieler. was heißt Klavierspieler? Okay. Nicht nur. Jetzt wird es spannend. Komiker. Halt, oh, verdammt, leck mich doch. Nur Unbreaking 3. Okay, jetzt habe ich kein Enchantment-Glück mehr. Ich hatte bei der allerersten Spitzhacke Enchantment-Glück. Oder nee, bei der zweiten, glaube ich. Oder bei der. Ist mir egal, keine Ahnung. Aber jetzt nicht mehr. Nee, bei der ersten sogar. Es tut mir leid für dich, Peter. Aber jetzt habe ich keinen Champ mit Glück mehr. Schade. Schade. Schade, Made. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall. Warte mal. Oh, Kekse. Und Glowstone. Und Glowstone. Glowstone. Kannst du nicht mal ein bisschen Freude zeigen hier? Das geht ja gar nicht, ne? Ja. So. Ach ja, ich hatte heute einen schönen Tag. Wir haben wie immer Musik gemacht und. Oh, es ist. Mein Vater ist immer so inspirierend. Ja. Wie würdest du deinen Vater in Adjektiven beschreiben? In drei Adjektiven. Inspirierend. Okay, haarig. Okay. Und. Inspirierend, hattest du gesagt? Inspirierend und lustig. Oh, drei Adjektive, ja, Mensch. Ja, ich weiß, was Adjektive sind. Es
krass. Oh. Oh, ja Mensch, woher weißt du denn? Ja, keine Ahnung, unser Deutschlehrer war eigentlich immer scheiße, deswegen. Schon verwunderlich, ne? Tja. Ja. nee, erzähl ich jetzt nicht. Okay, ich will es auch nicht hören. Warum interessierst du dich nicht für mich? Du bist kein Kuchen, also, nee. Ja, das hat jetzt voll Sinn gemacht. Ich will Spezi. Will Spezi. Dann haben wir uns heute noch ein neues Album gekauft von einem unserer beinahe Lieblingsmusiker. Okay. Von dem ich jetzt gleich ein Lied anhören werde. Okay. Und zwar genau genommen jetzt. Okay. Gleich, dann okay. Erstmal. Und ja, das war's. Gebt mir Level ungefähr. Und vermehret euch. Hab ich Level gekriegt? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch irgendwie, waren wir noch bei einem alten Freund, also bei einem alten Freund, der auch schon, der hatte mal früher so eine Kneipe bei uns in der Nähe, aber der ist, musste dann umziehen und, okay, ja, ne. Boah, ich habe eine Idee, wie ich mein Haus baue, beziehungsweise wie ich nicht unbedingt so unglaublich krass viel umbauen muss. Okay. Ha, das ist schon geil, weil ich finde die oberen zwei Etagen so unnötig irgendwie. Die haben irgendwie gar keinen Style, weil da einfach nichts da ist irgendwie. Okay. Kannst du mal aufhören, okay zu sein? Das ist eine unzufriedenstellende Antwort. Das hat dieses eine Mädchen immer gesagt, dass das eigentlich nur das eine von mir wollte und nicht mehr. Sie hat immer auf jede Frage entweder mit Aha oder auf Okay geantwortet. Egal, ob es eine Ja- oder Nein-Frage war. Sie hat mit das okay ist natürlich ja eine Antwort. Oder nicht. Immer wieder. Schön, wenn man, stell dir mal vor, du schreibst jemanden an, schreibst ihm einen halben Text, also so einen ewig langen Text und er antwortet einfach mit, okay. Das ist, Und nicht aus dem Grund, weil irgendwie er gerade beschäftigt ist oder irgendwie sowas, sondern weil er einfach zu faul ist, irgendwas anderes zu schreiben. Ja. So ungefähr wie du jetzt. Obwohl du wahrscheinlich nicht zu faul bist. Oh, hi. Mit Cobblestone. Danke für den Cobblestone. Ja. Kein Problem, mache ich gerne. Ich bin nämlich umgestiegen auf Yellowstone. Echt? Nein. Das war anders gemeint, aber. Ja. Ah! Oh, ich eile! Ah! Dieter nur ZZZ. Ach Gott! ist der Dragon noch da? Frag ihn halt. OP, Preffy. Warte mal. Oh ja. OP.
So. Geil, wie ist das denn jetzt, Pascal? Ups, Hä, wieso? Okay. Hey, wieso kann ich nicht mehr mit meinem Pfeil testen, das, was ich da vorgeschrieben habe? Könnte ich jetzt noch? Perfekt. Jetzt. In die Zeile holen. Jetzt passt. So. That's how summer passed, yeah. Made the right in rain. Ach, ich finde super, dass sie scharfes Fleisch green geben. Das hat es einfach gebraucht. Das war einfach notwendig. Dass sie scharfes Fleisch geben. Das war, ja. Das, ein notwendiges Übel. Das nackte Schaf, warum ist es so weit weg? Das ist bedrohlich weit weg. WSG dann Land. Ich hab's extra mit Nametag benannt. Ich glaube, das heißt jetzt irgendwie. Wie habe ich das nackte Schaf nochmal genannt? Mit einem Nametag. Dafür extra ein Level ausgegeben und deswegen schwimmst du nicht ans Land. Du wirst so ewig nackt bleiben. Ich glaube, es macht nur einen Ausflug. Es schwimmt schon wieder in die Mitte. Ich will mal die Welt sehen. Ach, okay, doch nicht. Oh ja, das ist ja schön, okay. Aber trotzdem bleibe ich lieber im Wasser. Nackte Schaf Freddy, ach so heißt es. Ja, komm, Freddy. Jetzt schwimmst du wieder dahin, weil du da glücklich bist. So, direkt vor meinem Fenster. Da bist du doch am glücklichsten. Ja, ich weiß, dass du da. Ja, da gefällt's dir. So. So, Freddy. Nikola Tesla. Ein Typ, so, by the way. Sagte das Internet voraus. 1900 schrieb er einen Artikel für das Century Magazine, in dem er das Weltsystem der kabellosen Kommunikation beschrieb. In dieser Zeit könnte man Nachrichten, News, Musik und Bilder an jeden Ort der Welt ohne Kabel versenden. Wow, das wäre cool, wenn das gehen würde. Ja, stimmt. Fände ich auch voll Knorke. Fände ich voll Knorke, ja. Nur die Frage ist, wie man sowas umsetzen könnte. Das ist, glaube ich, schwierig. Ja, ich weiß auch nicht. Da sitzen ja die Programmierer schon jahrelang dran. Ne? Ja. Das ist die Schreibmaschinenprogrammierer. Ja. Genau. Die sitzen einfach die ganze Zeit an der Schreibmaschine und programmieren. Ich frage mich, wie das damals gewesen ist, als es noch kein Computer war. Und da sagte dann die Mutter dann so wahrscheinlich so, ja, Gerreich, nicht mehr so lang Schreibmaschine, ne? Ich stell mir das echt gerade vor. Das kriegst du noch dreieckige Augen hier. Ich stell mir das echt gerade vor, ich beziehe so von der Schreibmaschine. X gleich 3. Ja. Ach, schön. So. Ja, schön. Wow, was ist. Ach, das ist die Efficiency-Spitzhacke. Ach Mensch, die könnte ich ja benutzen. Alter, das geht ab. Wenn man die Leistung der Schüler im letzten Jahrhundert vergleicht, erzielten weibliche Schülerinnen im Durchschnitt in jedem Fach bessere Noten als männliche. Okay. Wir sind halt einfach scheiße. In welchem Jahrhundert? In dem letzten. Und wie sind diesen? Ja, in diesem halt. Die letzten 100 Jahre. Ach so, in den letzten 100 Jahren. Ach so. Naja, das ist jetzt so pauschal gesagt. Hat einer als Kommentar geschrieben, Tittenbonus. Ja. Kommt drauf an, wenn es irgendwann nur noch weibliche Lehrkräfte gibt, nur noch, dann könnte sich die Statistik verändern. Da gab's auch kein LOL. Okay. Okay. Wenn du nicht möchtest, dass sich die Haken bei WhatsApp blau färben, musst du vor dem Lesen deiner Nachricht den Flugmodus einschalten. Toll. Machst du das auch mal? Warum beschweren sich alle, dass die Haken blau sind? Ist doch völlig egal. Kennst du die eine SpongeBob-Folge, wo Sandy irgendwie auswandern will nach Texas? Oh ja.
Oh ja. Dürfen wir sagen, dass Haken in Texas doof sind? Ach ja. Dieser Satz ist so geil. Also für solche Sätze habe ich wirklich SpongeBob damals mega gefeiert. Ja. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock mehr auf Terra. Warte, ich disconnecte mal, dass du... Ah, Noah. Das... Ja, ich schließe dafür irgendwelche Sachen von... Faktastisch vor. Okay, das finde ich gut. Was fände ich hier? Der Dragon hat heute Terra gesuchtet, ey. Das... Der war heute mindestens 6 Stunden auf dem Server. Okay. Aber der hat ja auch schon so extrem viel gebaut und gefarmt. Der hat ja im Nether jetzt schon eine Zombie-Pigment-Farm. So eine kleine. Okay. In einem Experiment wurden Affen mit dem Konzept von Geld vertraut gemacht. Ziemlich schnell wurden sie zu Dieben, Prostituierten und es gab sogar einen Bankräuber. Finde ich so geil. Das finde ich so geil. Dürfen wir sagen, dass Affen aus Texas doof sind? Nichts aus Texas ist doof. Ein Soldat der indischen Armee bekämpfte einmal 40 Zugräuber mit nur einem Messer. Er tötete 3 Räuber und verletzte 8, um ein Mädchen zu retten, das sie vergewaltigen wollten. Toll, ne? Ja. Ich hab darauf gar nicht reagiert, ich hab mich gerade irgendwie konzentriert. Was, auf was auch immer. Eine Tat, die ein Inder tat. Oh mein Gott! Die Weisheit! Jetzt wissen wir's alle. Das, ja. In der Tat, weil sie dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln wieder zu verlängern. Alpizinliquid. Andere Menschen sehen dich ungefähr 20% attraktiver, als du dich selber siehst. Wer sagt das? Faktastisch. Oh, okay. Menschen, die viele Selfies machen, haben meist nur oberflächliche Beziehungen. Habe ich hier schon mal ein Selfie gemacht? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube wirklich nicht. Alter Vater. Doch, hast du. Skype. Ja, aber gezwungenermaßen. Oh, und es ging auch um viele und nicht um mal eins. Ah. Ja, McDonald's wird in Australien mit einem Thema. McDonald's wird in Australien mit einem Ferrari F430 Spider und einem weißen Lamborghini Aventador Bestellungen an ihre Kunden ausliefern. Okay. Und der McDonald's in Kanada hat eine kanadische Flagge mitten im Logo, die vom Weiten so aussieht wie ein Stück Dreck. Nice. Wusstest du das? Schön, das sollten sie mal auf Faktastisch bringen. Wusstest du das? Das stimmt. Ja. Habe ich ein Bild von gemacht. Oh ja. Selbst fotografiert. Laut einer Studie riechen die Fürze von Frauen strenger als die von Männern. Genau. Wie haben die das denn getestet? Ja, ihr kriegt mal Boden jetzt. Das ist wirklich eine lustige Studie gewesen. Ich stelle mir den Tester so vor, ja, die essen jetzt alle zusammen Bohnen und dann warten sie. Genau. Ey, was von die setzen sich dann so vor den Arsch von hin und warten ganz. Warten sie, gleich kommt er. Ah, nee, muss nicht sein. Neben den Menschen sind Ameisen die einzigen Lebewesen auf der Welt, die Armeen ausstellen, um in den Krieg zu ziehen.
Wow, krass, oder Ameisenarmee. Auch wegen Religion. Finde ich geil, den Kommentar. Und was ist mit den Orks, den Elben, den Zwergen? Sind die etwa keine Lebewesen? Okay. Boah, das ist voll süß. 2001 wurde ein Löwe, ein Tiger und ein Bärenjunges in den Keller eines Drogendealers gefunden. Sie wurden in das Tierheim Noahs Arche gebracht und das Leben und leben seitdem unzertrennlich als beste Freunde. Oh, Noahs Arche. Ja. Ja. Die Noahs Arche speist halt zusammen, ne? Oh ja. Tja. Hashtag Noahs Arche Beste. aha. Heute ist Weltmännertag, das glaube ich nicht. Das war schon ein Post vor ein paar Tagen. Wir Menschen haben die genetische Voraussetzung, einen Winterschlaf zu halten. Tebi? Echt, haben wir die? Ja, anscheinend schon. Krass. Boah, so ein Winterschlaf würde ich mal gerne. Alter Vater. Oh nee, das ist ja echt. Als kommt der erste Kommentar. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Finde ich cool. wo es Wölfe gibt, gibt es auch Raben. Es scheint so, als würden Raben den Wölfen nur folgen, weil sie sie gern haben. Außerdem sind Raben nicht dafür bekannt, anderen Feinden zu folgen, da sie es bevorzugen, ihre Beute mit den Wölfen zu teilen. Okay. Und dann kam der erste Kommentar: Wolf plus Rabe ist gleich Wolf. Tebi, mein Traum. Ja, Winterschlaf würdest du auch mal gerne halten, ne? Ja. Das wäre was für Tebi, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau du geboren worden bist, lag bei 1 zu 4 Billionen. Ja, ne? Naja, obwohl. Es kommt natürlich drauf an. Woher haben die jetzt diese Wahrscheinlichkeit? Haben die so die durchschnittliche Anzahl an Spermien oder so? So ungefähr wie viel da? Nein, die haben nachgezählt. Oder. Jedes einzelne Spermium wurde nachgezählt. So sieht's aus. Aber es gibt ja auch Spermien, die vielleicht etwas. Ja, ich würde sagen, verkrüppelt sind. Ja, und das haben sie bestimmt mit einberechnet. Ist ja auch egal. Es kommen ja auch noch andere Faktoren dazu. Stress tötet unser Gehirn. Studien zeigen, dass monatelanger Stress die Neutronen in unserem Gehirn permanent zerstören. Das beeinflusst unser Gedächtnis, die Triebkontrolle, die Lernfähigkeit und unser logisches Denken. Okay. Was zerstört unser Gehirn? Sag das mal der Schule. Stress. Ach so. Sag das mal der Schule. Ah, die erste Kommentar. Weiter geht's. Ja, warte. So. Google findet, dass der Notendurchschnitt kein Kriterium sein sollte, wenn es darum geht, einen Mitarbeiter einzustellen. In einigen Teams haben 14% der Mitarbeiter keine Hochschule besucht. Tja. Ich sollte mich bei Google bewerben. Warum? Keine Ahnung, da ist es anscheinend. Ja, was heißt einfach reinzukommen? Es ist. Man wird menschlicher behandelt, schätze ich mal. Nicht nur nach Noten. Tja, dann musst du nach Kalifornien ziehen. In den Googleplex. Manche Bauern geben ihre Kürbisse beim Zoo ab, damit die Tiere etwas zum Spielen oder Essen haben.
da zum Beispiel Elefanten oder Gorillas Kürbisse ganz besonders mögen. Ich liebe Kürbisse. Kürbis, ja, neuer Kürbis. Ich halte das für irrelevant. Das finde ich cool. Ich halte das für irrelevant. Ja. Wenn du Pickel und Hautunreinheiten hast, reibe dir Wodka auf dein Gesicht. Es verengt die Poren und hilft so gegen Unreinheiten. Okay. Sheldon von The Big Bang Theory hat dieselbe Synchronstimme wie Leonardo DiCaprio. Oh mein Gott. Ja. Toll. Ein Mann rettete 669 Kinder im Zweiten Weltkrieg und lebte fast sein ganzes Leben, ohne dass es jemand wusste. Ja, kann passieren. Was mache ich jetzt hier eigentlich schon wieder? Achso, ja, doch, ich weiß. Okay, das ist klar. Das ist irgendwie logisch, dass... Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass man unproduktiver wird, wenn man verliebt ist. Ja. Das kann man sich auch vorstellen, dass das so ist. Ist jetzt nicht total beeindruckend. Wow, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, klar, deswegen, ja. Positive Textnachrichten von Menschen, die dir wichtig sind, haben einen guten Einfluss auf den gesamten Körper und verbessern deine Laune. Hätte ich auch geglaubt, dass du die Laune verbessern. Ja. Also, das ist... Beim Kuscheln wird dieselbe neurologische Reaktion ausgelöst wie bei der Einnahme von Schmerzmitteln. Okay. Peter, lass uns kuscheln. Oh ja. Google hat recht, ja, Timi. Ups, das habe ich gar nicht gelesen, sorry, aber warte, ich mache mein Facebook auf meinen anderen Bildschirm. So. Menschen mit einer starken Freundschaft besitzen die Fähigkeit, nur über Mimik und Gestik zu kommunizieren. Peter, lass uns das mal machen. Jetzt. Ja, lass uns das aber mal jetzt. Ach so. Hast du nicht. Ja, okay. Verstehe ich. Okay. WTF? Das Gehirn des Hummers befindet sich im Hals, sein Nervensystem in seinem Bauch, seine Zähne in seinem Magen und seine Nieren im Kopf. Außerdem benutzt er seine Beine zum Hören und seine Füße zum Schmecken. Machen doch Spinnen auch mit Füße zum Schmecken und... Beziehungsweise, ja, doch, glaube ich schon. Frankreich möchte ab 2016 das Rauchen auf Spielplätzen und in Autos, in denen sich Kinder befinden, verbieten. Wie wollen sie das kontrollieren? Naja... Die tun ja auch nicht jeden Raser abfangen, der ist auf der Straße raste, so halt Routinekontrollen und einfach mal da durchlaufen und schauen. Es ist ja auch verboten zum Beispiel. Es gibt viele Sachen, die verboten sind, aber nicht wirklich kontrolliert werden können. Zum Beispiel die FSK-Grenze, die die. Ja, okay, oder AGB und so. Naja, okay. Ja, oder zum Beispiel, auch wenn man nicht 18 ist, kommt man trotzdem an Zigaretten ran. Einfach über Leute, die einem das kaufen oder sowas. Das ist alles, was man nicht kontrollieren kann, aber es gibt's als Gesetz. Tja. Chuck Norris wurde von seiner Tante geboren, denn niemand fickt seine Mutter. Okay. Es sind mittlerweile über 250 Menschen kryokonserviert, eingefroren. In der Hoffnung, dass eines Tages die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass sie sie wiederbeleben und ihr Leben verlängern kann. Toll, ne? Ja.
Schüchterne Menschen haben einen beruhigenden Einfluss auf andere. Sie helfen, Stress, Wut und Angst zu lindern. Gut, dann habe ich anscheinend diese Gabe. Ich bin eigentlich ziemlich schüchtern normalerweise. Ich auch. Ah, ja. Du hättest mich letztes Jahr sehen sollen, als ich die Schule ja gewechselt habe. Tja. Alter, manche Menschen haben aufgrund einer zufälligen Mutation, die 1000 Jahre zuvor entstand, keine Weisheitszähne. Schön für die. Ja. Was sind nochmal Weisheitszähne? Was? Ich auch, Tibi ist auch schüchtern. Tibi ist auch schüchtern? Ja, wir sind alle voll schüchtern. Das ist der schüchterne Stream hier. Hier kommen nur Leute rein, die schüchtern sind, ja? Keine anderen. Du Blub, bist du schüchtern. Und wenn, dann gibt's aufs Schnauz. Duplo ist erstens gar nicht da und zweitens... Ich weiß, aber trotzdem, er war heute schon da. Das Vertrauen zwischen zwei Personen steigt, indem man diese für 20 Sekunden umarmen. Indem diese sich für 20 Sekunden umarmen. Peter, lass uns umarmen. Ja, lass uns das tun. Da bin ich auch dafür. Okay. Okay, schön. So, was auch immer ich hier tue, ich weiß es nicht. Da müssen wir immer irgendwie komisch. Und Peter, schreibst du auch jeden Abend 3 positive Erlebnisse auf? Solltest du, denn laut Martin Seligman werden wir erheblich glücklicher dadurch. Oh, positives Erlebnis Nummer 1, ich konnte mit Noah telefonieren. Positives Erlebnis Nummer 2, ich konnte mit Noah ein Livestream machen. Positives Erlebnis Nummer 3, ich konnte... Mit Tebi ein Livestream machen. Mit Tebi ein Livestream machen. Ah, ja. Okay, Tibi, deine umarmende wildfremde Person, das ist eine geile Idee eigentlich. Man müsste einfach irgendwen umarmen. Das erinnert mich an das eine Open Air. Da waren so 2 Mädchen und die hatten da so Schilder um. Free Hugs, ne? Und dann sind die einfach irgendwie so 50 Meter von uns entfernt gewesen. Oder so 30 Meter oder so. So 30 Meter ungefähr. Und mein Vater so, oh mein Gott, hat so die Arme ausgebreitet. Ich hab auch so, oh mein Gott. Und dann sind wir so aufeinander zugerannt und haben uns umarmt. War voll die seltsame Situation irgendwie, aber lustig. Okay. Einfach so. Okay, schön. Das ist geil. In den 80ern mussten australische Brauereien das Aussehen ihrer Flaschen ändern, weil eine bestimmte Käferart so erregt wurde, dass sie versuchte, sich mit der Flasche zu paaren. Das ist doch ein gutes Zeichen für die Firma. Warum ändern sie es dann? Ja, aber damit können sie, damit könnten sie gute Werbung machen. Damit kann man echt gute Werbung machen. Heute vor 100 Jahren wurde der US-amerikanische Mediziner Jonas Salk geboren. Er entwickelte den ersten sicheren und effektiven Polio-Impfstoff gegen Kinderlähmung. Guter Mann. Weiter. Es gibt ein Restaurant, dessen Besitzer an dem Down-Syndrom leidet. Er bietet Frühstück, Mittagessen und Umarmungen an. Seit der Öffnung hat er über 50.000 Umarmungen vergeben. Free Hugs! Okay. Jeder Mitarbeiter bei Ben und Jerry's darf jeden Tag 3 Becher Eiscreme mit nach Hause nehmen. Oh! Frau ich Kind! Ich arbeite bei Ben und Jerry.
Wenn du ein YouTube-Video herunterladen möchtest, füge einfach SS zwischen www. Punkt und YouTube ein und da lässt du es runter. Was? Wenn du ein YouTube-Video herunterladen möchtest, füge einfach SS zwischen www. Und YouTube ein. Aha, und dann? Dann kannst du es down. Dann wirst du es downloaden können. Aha. Das versuche ich jetzt gleich mal. Der Praxistest mit Bob, der neue Bob, der Baumeister. Ach, so habe ich meine wunderschöne Folge genannt. Ja, sie war schön, weil ich dabei war. Ja. Genau, nur deswegen. Jetzt okay, weiß Tibi endlich, wo sie arbeiten will. Man kommt auf eine Website safefrom.net. Da kann man es dann runterladen. Okay. Call. Babys fangen, also Kleinkinder, fangen automatisch an zu tanzen, wenn sie Musik hören und das macht sie glücklich. Okay. Es gibt keinen einzigen Weg herauszufinden, ob wir alle Farben gleich wahrnehmen. Ja. Ja, das habe ich auch schon mal, das habe ich auch mal gesagt. Es ist wirklich oft echt so, dass Kleidungsstück zum Beispiel so eine Zwischenfarbe hat. Und dann der eine sagt, ja, die ist eher blau und dann der andere sagt, nee, die ist eher grün und wie auch immer. Oder blau und schwarz oder wie auch immer. Und ich bin einfach auch der Meinung, dass jeder die Farben komplett anders, also nicht komplett anders, aber ziemlich anders wahrnimmt. Okay. Da bin ich fest schon überzeugt, dass jeder Farben anders wahrnimmt. Ich eigentlich auch, ja. Und ich stelle mir das vor, wenn ich irgendwie in dem Farbsehen von einem anderen sehen würde, vielleicht würde es mir total komisch vorkommen, weil ich halt an meine Farben gewöhnt bin. Andererseits würde in anderen mein Farbsehen vielleicht komisch vorkommen, weil er einfach seins gewöhnt ist, aber meins sieht für mich harmonisch aus, weil ich es einfach gewohnt bin. Babys lachen immer zu süß, schreibt Tibi. Und das stimmt ja, wirklich. Das stimmt. Ja. Okay, es gibt manche Babys, die lachen echt ein bisschen creepy. Manche Babys so bisschen lachen irgendwie. Ja. Da hast du dann schon ein bisschen Schiss vor, aber. Die meisten lachen. Hast du Schiss vor haben? Genau. Ja, das ist doch so. Und. Dürfen wir sagen, dass Farben aus Texas durch sind? Ach ja. Ich würde gern wissen, wie du deine Farben siehst, Noah. Entschuldigungen bedeutet nicht immer, dass du falsch liegst und die andere Person recht hat. Es bedeutet, dass du die Beziehung zu der Person mehr schätzt als dein Ego. Oh. Du brauchst nur zwei Menschen, denen du vertrauen kannst und die dir wichtig sind. Zu viele Freunde können Stress und Depressionen verursachen. Mein Lebensmotto. Okay. Ach Gott, jetzt kommen die ganzen Cannabis-Sachen. Oh Mann. Astronauten züchteten eine Rose im Weltall, nur um zu sehen, ob sie anders riechen würde als auf der Erde. Und das tat sie auch. Wow. Das war bestimmt ein total aufregendes Experiment. Der Geruch war nicht von dieser Welt. Habe ich also den Screenshot gemacht, toll. Auch jetzt bringe ich erstmal ins Nichts. Es gibt eine Liebesmatratze, die extra für das Kuscheln entworfen wurde. Sie hat eine Öffnung an der Stelle, wo der untere Arm liegt. Okay.
Das Zentrum unserer Galaxie riecht nach Rum und schmeckt wie Himbeeren. Was? Genau. Wie haben Sie das herausgefunden? Bestimmt tut's das. Bestimmt. Ganz sicher. Ganz sicher. Hallo Dragon, falls du wieder da bist. Hi. Hi. Das Zentrum unserer Galaxie riecht nach Rum und schmeckt wie Himbeeren. Wenn die USA ihr Budget für das Militär um 85% kürzen würde, wäre es trotzdem noch das größte Militärbudget der Welt. Okay. Und um 86? Dann nicht. Das steht da nicht. Hallo Dragon. Hi. Hat Tebi gerade geschrieben. Hallo Tebi. Ja. Auch wenn er es nicht lesen kann. Ich hab's ihm gesagt. Ich kann es nicht lesen. Dragon hat das Lesen verlernt. Oh nein. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Das ist schon halb heulen, halb lachen bei dir. Ja. Okay, weiter geht's nur. Wird langweilig, Langeweile. 2 Sekunden Pause. Warte, es ist langweilig. Ja, nach 2 Sekunden wird Stille unangenehm. Ist das ein Fakt oder hast du das gerade ausgedacht? Das ist ein Fakt. Ja. Ganz zufällig. Opal ist ein Blindenhund und hilft nicht nur ihrem Herrchen. Sie führte auch Edward, den früheren Blindenhund der Familie. Dieser passte 6 Jahre auf die Familie auf, bis seine Augen entfernt werden mussten. Ist Opal nicht Edelstein? Ja, Hund, kann das trotzdem Name für einen Hund sein? Ja, ich sag, lass ihn doch so eine heißen. Der Namensherkunft. Was mache ich überhaupt zum Teufel? Das hab ich verpasst eigentlich. Okay. Ach, ich lese gerade ein paar Sachen von Fantastisch war. Sonst hab ich nichts verpasst. Ich finde das immer noch so behindert. Ein 12-jähriger Junge aus Norwegen rettete einmal seine Schwester vor einem Elchangriff mit Fähigkeiten, die er aus World of Warcraft lernte. Was? Ja, Peter, irgendwo hat es auch seine Gründe, wieso es. Peter, was machst du da eigentlich gerade? Ich glaube, dass das funktionieren könnte. Das habe ich doch mich selbst gerade gefragt, Tebi. Darfst du mir nicht Sachen fragen, die ich mir selbst gerade nicht gerade gefragt habe und nicht beantworten konnte? Also, irgendwie versuche ich hier ein Lager zu bauen. Eigentlich hatte ich schon einen Plan, aber irgendwie funktioniert das hier nicht richtig. Also, irgendwie ist der ganze Raum fail. Alles, was ich hier ausgehoben habe, ist eigentlich fail, aber ich mache immer weiter und mache es immer noch größer, den Fail. Brauchst du Hilfe da drüben? Menschen, die ein iPhone besitzen, haben mehr Sex als diejenigen, die ein anderes Smartphone benutzen. iPhone? Okay. Warte, ist der pro Kopf gemeint oder insgesamt? Insgesamt. Ja, okay, es gibt auch mehr iPhone-Nutzer. Ja. Obwohl so viel, naja, ist ja auch egal. Nein, nicht. Achso, pro Kopf meine ich. Ja. Nicht insgesamt. Ja, die haben halt Geld. Geld lockt zum Teil Frauen an. Nicht jeder, aber zum Teil. Habt ihr schon mal von der App Photomath gehört? Photomatte? Ja, Photomath. Nein. Hä, das hat aber Peter schon vorhin mal gesagt, Tibi. Egal. Was habt ihr nicht? Diese App kann nämlich mathematische Gleichungen lösen. Oh, das. Und man muss die Gleichung nur fotografieren. Jetzt weiß ich es auch. Also ich habe davon gelesen, aber ich habe es jetzt nicht mit dem Namen verbunden. Wenn du traurig bist, zeichne Cupcakes oder eine leckere Pizza. Laut einer Studie kann es die Laune bis zu 28% verbessern. Wenn ich traurig bin, zeichne ich eine A83. Schluss. Oder ein Cupcake oder eine Pizza. Ja, Pizza. Gezeichnet. Pizza. Oh, Dragon. Ich hab im Kunst letztens wirklich eine A83 gezeichnet.
Das ist eine Pizza gezeichnet. Ja. Was jetzt? Dann habe ich nicht aufgepasst, schreibt Tivika. Jedes existierende Atom ist aus 99,9% leerem Raum zusammengesetzt. Was bedeutet, dass alles im Universum aus fast gar nichts besteht? Aha. Toller Fact. Da fühlt man sich gleich viel besser. Da fühle ich mich so leer. Durch den Börsengang von Microsoft wurden 3 Menschen zu Milliardären und schätzungsweise 12.000 weitere zu Millionären. Aua! Aua! Woher kommt das? Woher kommt das? Aufhören! Aufhören! Hast du da? Was? Ich hab einen Zylinder geschossen und ich hab nicht gecheckt, woher das kam. Aua! Ja, ich weiß nicht. Nur bist du nicht da, was hat mal ein Skelett von hinten attackiert, wo in seiner Mine. Und er hat nicht gecheckt, wie die reingekommen ist. Und nachher bin ich zu ihm gegangen und ein Zombie sind mir hinten nach. Und hab den halt runter in die Mine gelockt, hab ihm so ein gebratenes Hühnchen in die Hand gedrückt. Und bin dann aufgegangen, damit er aggro auf Pete wird. Und er sagt so, wo kommt der Zombie her? Apple verkaufte im vergangenen Quartal 306 iPhones, 96 iPads und 43 Macs pro Minute. Ich wollte gerade sagen, 306 iPhones im letzten Jahr ist nicht viel und dann pro Minute. 306 iPhones ist ein bisschen wenig. Pro Minute. Pro Minute. Oh. Jetzt macht's Sinn. Ist das nicht ein bisschen viele? 445 Nein. Leute pro Minute veräppelt. Ist das die Beschrift oder hast du dir das ausgedacht? Nein, das stand da daneben als Kommentar. Eine 11-jährige Studie kam zu dem Ergebnis, dass Kaffee unsere Leber schützt. Alles Gute zum 11. Geburtstagsstudie. Dafür haben die 11 Jahre gebraucht, der ganze März WTF. Was hat die Studie rausgefunden? Wollte ich auch gerade fragen. Dass Kaffee unsere Leber schützt. Okay. Ja, kann ich dauern länger, solche Studien. Ne? Menschen, die jeden Tag 6 bis 7 Stunden schlafen, haben eine höhere Lebenserwartung als Menschen, die 8 Stunden schlafen. Was? Wie lange schlafe also, ich denn? Also, Tibi, du bist am Arsch. Tibi ist am Arsch. Das muss ich mal nachrechnen. Okay, Köder 3 ist irgendwie overpowered, glaube ich. Ich habe die Angel reingeworfen und bevor sie das Wasser berührt hat, ist schon der Fisch hergeschwommen. Weißt du, diese Wasserpartikelfisch. Ich habe mir überhaupt dazu, wenn ich was erzähle. Nein. Letztens schon so Abwehrmechanismus, wenn ich irgendwas erzähle. Ich glaube schalten. Wenn Tiger ihre Augen schließen oder schielen, ist es ein Zeichen dafür, dass sie glücklich sind. Ich stell mir gerade so vor, jemand der grinst und so schielt. Das ist so richtig dämliche Grenze. Ich bin happy. 40%, weil ich schlafen mag, heißt das nicht, dass ich genug schlafe. Leider. Ja, aber du schläfst bestimmt 8 Stunden. Mindestens. Oder? Ohne Wann gehst du ins Bett? Tebi geht bestimmt eine Viertelstunde ins Bett um 10 Uhr, damit sie pünktlich spät aufstehen kann. Weil jetzt Wochenende ist. 10 Uhr in der Früh geht's ins Bett. Menschen sind heutzutage 40% weniger mitfühlend als in den 80ern. Oh. Seit wann kann man Gefühle in Prozent ausdrücken? Ja, wie viele Leute einem helfen wahrscheinlich, so. Ja. Früher haben dir 60 Leute geholfen von 100, jetzt sind es immer 40 von 100. Mark Zuckerberg hat 25 Millionen Dollar gespendet, um die Verbreitung des Ebola-Virus zu stoppen. Was hat? In der Tat. Hm.
Wenn man sich verliebt, wachsen die Nerven schneller, was dazu führt, dass man ein besseres Gedächtnis hat und sich mehr Dinge merken kann. Ach Peter, deswegen also habe ich ein gutes Gedächtnis. Oder was? Ja. Aber man ist auch gleichzeitig fauler. Oder wenn man mit jemandem zusammen ist? Wenn man verliebt ist. Okay. Jeder Film von Harry Potter befindet sich in den Top 50 der umsatzstärksten Kinofilme aller Zeiten. Sag nochmal 50. 50? Nee, so wie du es gerade gesagt hast. Hä? Das ist irgendwie so 50. 50. Ja, so sagt der Noah das. Hä, so sagen viele Leute. Okay, bei uns sagen wir ab und zu mal 50. Noch mehr abkürzen. Da kann man das auch sagen. Menschen neigen eher dazu, eine gefundene Brieftasche zurückzugeben, wenn ein Babyfoto darin zu finden ist. Also, jeder ein Babyfoto in deinem Portemonnaie. Auch wenn es nicht dein eigenes ist. Auch wenn es nicht dein eigenes ist. Kann ja auch dein Enkel sein oder was weiß ich was. Ja. Seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen 1880 war der August 2014 der wärmste August weltweit. Also global ist er ja nicht bei uns. Ja, global. Ach ja, in den USA war es schön warm. Fick dich. Ah, da war schön angenehm, muss ich sagen. Da war immer schönes Wetter. Ja, stimmt, August war wirklich noch überall warm. Dann ab September war es einfach nur noch grauslich. Unabhängig davon, wie sehr man es versucht, es ist nahezu unmöglich, sich daran zu erinnern, wie man zu träumen begann. Unabhängig davon, wie sehr man es versucht, es ist nahezu, Du kannst dich auch nicht an deine Geburt erinnern. Oh, doch! Ich weiß, wie ich rausgeflutscht bin. Ja, allein schon die Aussage rausgeflutscht. Ich glaube nicht, dass du rausgeflutscht bist. Doch, so, so. So wie Mario aus den Röhren, so. Genau. Obwohl so, eher so wie bei Pinball, so die Kugel so. Ja, so bin ich. Ich glaube, ich weiß, wie das Thumbnail aussieht. Ich habe eine Idee für Thumbnail. Baby aus Röhre oder was? Ich habe eine Idee für Thumbnail. Wer in Norwegen ein Elektroauto fährt, darf auf Busspuren fahren. Und muss keine Gebühren für das Parken bezahlen. Ja, das kann ich. Damit wollen sie das ein bisschen schmackhafter machen. Pay to win. Okay. Ja, stimmt. Das ist ein Kommentar, oder? Ja. 90% aller Menschen löschen das gesamte Passwort, wenn sie es sich einmal vertippen und geben es erneut ein. Da gehöre ich dazu. Ja, weil man nicht weiß, was man sich vertippt hat. Ja, ich hab ein Namensschild gerade geangelt. Ja. Was? Ein Aquabob? Bob. Ist ein Blowjob unter Wasser. Was? Ein Aquabob? Ein Aquabob. Ich hab gedacht, das ist irgendwie so wie ein Schneebob. Ja. Das Wasser irgendwie. Dachte ich wie, jetzt so wie die Wasserski so auf die Erde. Okay. Und was zum drauflegen halt. Und was ist dann ein SpongeBob? Warte, also ein Wasserbob. Nicht ja, Job, ein Aquabob. Also Aquabob, nicht Job, oder? Aquabob, ja. Ein Aquabob. Muss ich vielleicht mal rumfragen, ob das jemand machen will. Bin mal gespannt. Hey, will jemand einen Aquabob? Ja, wir geben natürlich und nicht, also... Naja, ich würde nicht fragen, ob die einen wollen. Ich habe irgendwie gerade Bock auf einen Aquabomb. Hey, ja, Peter. Ja, Noah. Hast du auch gerade Bock auf einen Aquabomb? Oh ja, Noah. Würdest du mir einen Aquabomb geben, wenn du einen hättest? Würde man den gesamten Freiraum zwischen den Atomen jeder einzelnen Person auf der Welt entfernen, würden wir alle in eine Zitrone passen. Ich höre eine Zitrone. Was ist das für eine Maßeinheit? Eine Zitrone, ganz normal. Das ist so groß wie ein Apfel, das ist so groß wie eine Birne für mich. Ja, keine Ahnung. Eine Orange ist so groß.
Der kleine Kugel ist zu groß. John Beta. Was mit mir? Und Ann Alpha, nein, okay. Und nicht Ann Beta. Beta. Ah, natürlich. Minecraft Beta, nicht Peter. John Beta, 102 Jahre alt, und Ann Beta, 98 Jahre alt, sind seit 82 Jahren verheiratet und halten in den USA den Rekord für das längste verheiratete Ehepaar und haben 16 Enkelkinder. 82. 16 Enkelkinder. Wie alt sind die? 102 und 98. Urenkel dazu fügen. Wie kann man in den USA mit dem Fraß so alt werden? Die können sich auch gern gesund ernähren, da gibt es auch was Gesundes, nur das kostet halt mehr. Deswegen naja. Fett werden, weil sie das billige, fettige Zeug kaufen. Den Kommentar finde ich ends geil. In Afrika ist die längste Ehe 16 Jahre mit 82 Enkelkindern. Ja, stimmt. Wo er sie recht hat, hat er sie recht. Ja, Thomas Edison brachte seiner Frau die Morse-Schrift bei, damit sie heimlich miteinander kommunizieren konnten und Sexgespräche, indem sie in ihre Hände tippten. Okay. Es wurde bewiesen, dass Schoko-Eiscreme physischen und emotionalen Schmerz erheblich reduziert. Alles mit Schoko. Alles mit Schoko ist gut. Und was ist mit Schokomilch? Passiert dasselbe? Mit Vanille. Ja, davon steht hier nichts. Vanille ist schlecht. Ja, ich bin ja auch kein Vanille-Fan. Obwohl, doch, ich bin ein Vanille-Fan, aber... Ja, du schon. Nein, niemals. Aber... Jedes Mal, okay. Wenn ich lese, dass Vanille die beliebteste Sorte ist, denke ich mir immer... Nee. Wer zum Beispiel Teufel frisst. Das einzige, wo ich Vanille esse, ist im Vanille-Milchshake. Das ist ja gut. Irgendwo dazu passt, aber so das Eis selber mag ich gar nicht, selbst wenn. Doch, ich liebe Eis. Ist. Okay, hier sind tatsächlich die Spawn-Chunks, hier kann ich nichts abbauen. Dann muss ich die Spawn-Chunks, dann muss ich den Dings mal auf Null setzen, den. Radius. Ja, den Spawn-Protection. So, Tibi, ich hab jetzt gleich mal ein. Tipp für dich, beziehungsweise auch für Peter. Ich weiß ja nicht, ob der es macht. Vielleicht ist er ja ein Heavy Metaler und macht irgendwie schwarz drauf. Wenn du deine Finger in eiskaltes Wasser tupfst, nachdem du deine Fingernägel lackiert hast, wird der Nagellack sofort trocknen. Oh mein Gott, Noah, danke. Das ist die Frage auf die. Ja, die Antwort auf die Frage des Lebens. Wenn wir uns mit positiven Menschen umgeben, steigern wir unsere Lebenserwartung. Yay. Also dem, Peter, boah, halt ja so von nur mit dir habe ich mit dir wäre ich 5 Jahre älter, ne? Also. Ja, mit dir werde ich 13 Jahre Mach älter. Mach der WG auf, dann lebt er noch länger. Oh ja, Noah. Und aber dann habe ich auch gleich einziehen. Dann habe ich so studieren. Dann habe ich so ein ungutes Gefühl, dass die Nachbarn irgendwann sagen, jetzt reicht's, die sind so laut. Und jetzt reicht's. Die stöhnen so laut. Ja. Körperliche Berührungen machen uns gesünder. Umarmungen und Massagen reduzieren Stress und stärken unser Immunsystem. Ja. Okay. Okay. Und was macht dann Sex mit uns? Steigert auch das Immunsystem, außer der andere ist irgendwie krank. Dann nicht. Oh. Ich trage so gut wie nie Nagellack. Aber danke. Ja, falls du mal irgendwie Abschlussball oder halt. Keine Schussball. Ahnung. Oder Date oder sowas, keine Ahnung. Für irgendwas wirst du schon Nagellack brauchen. So. Eine Werbeagentur. Ich immer Nagellack grundsätzlich. Okay. Ich habe immer einen Abschlussball. Das finde ich so. Ich find's einerseits lustig, aber so behindert irgendwie auch. Eine Werbeagentur aus Moskau hat auf 30 Trucks weibliche Brüste abgebildet, was dazu geführt hat, dass innerhalb von 24 Stunden über 500 Unfälle bei der Polizei gemeldet wurden, weil die Autofahrer abgelenkt waren. Okay. Was haben die gemacht? Wer ist bitte so notgeil und schaut beim Autofahren auf irgendwelche Brustplakate? Was genau haben die gemacht? Ja, die haben weibliche Brüste auf Trucks abgebildet, auf 30. Auf Trucks? Ach so, okay. Ist jetzt vielleicht eine blöde Antwort, aber wozu gibt's das Internet?
Ich muss nicht während dem Auto fahren extra. Wir wollen schon. Ja. Ich stell mich gerade so vor, wie die dann einfach mitten zum Auto fahren. So aufstehen, die Hose ausziehen. Während dem Autofahren aufstehen, das musst du mir mal zeigen, wie das funktioniert. Boah, das ist ja dann. Ja, deswegen gab's ja die 500 Unfälle. Wie soll jemand beim Autofahren aufstehen? Wie geht das? Wie groß sind deine Autos, Noah? Nee, die haben da oben so ein Schiebedach und da können sie dann. Ja, das ist immer was. Genau so läuft. Die machen sich dann wie Mr. Bean so ein Seil, genau. Wo sie dann ziehen können. Genau, die sitzen da auf dem Sessel auf dem Auto oben drauf. Genau. Das englische Wort Swagger wurde von William Shakespeare erfunden. Und was heißt das? Swagger, was heißt Swagger? Warte, das übersetzt. Warte. Ich meine, jetzt steht da irgendwas dabei auch, was es eigentlich bedeutet, oder... Ich will es ja immer noch die Monsterfarben noch. Ich will sie übersetzen. Was Swagger. Mach ich damit? Da muss es heißt stolzieren. Stolzieren? Oh. Stolzieren. Ich glaube, das ist dann aber... Ja. Also das stolzieren. Man muss schon sagen, die Leute bei uns in der Schule, das ist ein ganz schönes Swagger. Ich habe okay. So viel Swag, also... Stolz oder was soll das dann heißen? Macht keinen Sinn wirklich, auf was denn? Ne, keine Ahnung. Sie sind stolz drauf, dass sie Zwerg haben. Sie sind stolz auf Stolz. Ja, toll. Das Essen schmeckt besser, wenn Freunde mit essen. Also Peter, iss mal bei mir mit. Oh ja, Noah, komm lieber besuchen, Noah. Dann essen wir zusammen. Noah, ja. Weißt du, was Düse auf Englisch heißt? Keine Ahnung. Ich sag nur so, Düsenjet macht eigentlich nicht viel Sinn. Jet heißt okay. Düse. Okay, ich dachte es mir ganz so, ja. Düsendüse. Wir fliegen mit einer Düsendüse. Jet. Studien zeigen, dass deine Motivation eher verloren geht, wenn du deine Ziele anderen Menschen preisgibst. Tja, verkacht, Peter. Na Mann! Es müsste eigentlich mehr motivieren, dass du andere Leute nicht enttäuscht, wenn du zum Beispiel sagst, du machst das jetzt und dann. Ja. Ich wünsche dir viel Glück. Und dann wirst du einfach also, demotiviert von dem. Pete ist demotiviert, Pilot zu werden. Weil er es eben erzählt jetzt mal. Mhm. Perfekt. Lol. Was? Okay, jetzt kann ich auch gerade nichts mehr abbauen, irgendwie, beziehungsweise nur manche Blöcke. Sonst mach dich mal OP, das dürfte es beheben. Hech. War was? Menschen, die zwischen 1995 und 1999 geboren wurden, yes, erlebten bis jetzt 3 Jahrzehnte, 2 Jahrhunderte und 2 Jahrtausende. Ja, stimmt. Also Wechsel, mein Dirt, oder wie? Nochmal, Jahrzehnte, Tausende und Hunderte, oder was? Hunderte, ja. 2 Jahrhunderte. Ja, 2 Jahrhunderte, 2 Jahrtausende und 3 Jahrzehnte. Stimmt schon, oder? Verstehe ich nicht, egal. Okay, du hast 90, 0 und 10. Jetzt für die Jahrzehnte. Also 1990 bis... Achso, ja. Das 2000 so, bis 2010 okay. Und jetzt ab 2011 halt. Achso, so ist es. Nein, wir okay. Haben 1000 und 2000 erlebt und wir, also die 1000er Jahre und die 2000er Jahre. Und es gibt ein Gen, welches dazu führen kann, dass man die ganze Zeit schlecht gelaunt ist. Bei meiner Mutter ist das sehr ausgebreitet. Ausgeprägt? Ausgeprägt, ja. Ausgebreitet. Ja, die breitet sich auch aus, oder? Ja. Das Gen hat mittlerweile schon die Größe von ungefähr der Hälfte meiner Mutter. Ich habe gerade irgendwie so ein Muttermal vor, das so groß ist wie sie. Also halb so groß. Wenn du morgens aus ausreichend Flüssigkeit trinkst, fühlst du dich glücklicher, aufmerksamer und hast mehr Energie für den Tag. Ja. Toll. Ich hab dann heißt immer Blowjob ist nicht gut. Wieder voll. Und dann heißt wieder nee.
nicht. Ja, okay, aber stell mal vor, du... Es ist flüssig, gehört. Ja, schon, aber du müsstest... Da ist das Gold dann, drin. Du müsstest das dann selber konsumieren. Da ist Gold drin. Nee, nicht ich. Ich sage immer, dann sagen die Freundinnen oder Frauen und so immer, nee, will nicht. Hallo, nee, jetzt nicht oder nee, bin doch müde. In Schottland wird weltweit das meiste Kokain konsumiert. Und dann der erste Kommentar. Kein Wunder, dass sie das hier sehen. Stimmt aber. Finde ich lustig. Heute vor 20 Jahren wurde der Film Forrest Gump in den deutschen Kinos ausgestrahlt. Heute? Forrest. Ja, nicht heute, sondern von am 13. Oktober. Naja, fast heute. Magie, der Angelhaken kann schweben. Der schwebt wirklich gerade über dem Wasser. Okay, whatever. Ja, ja. Der ist Jesus. Der ist Jesus, er kann übers Wasser gehen. Die Farbe, die wir sehen, wenn es total dunkel ist, ist nicht schwarz, sondern ein Eigengrau. Grau. Eigengrau. Die Farbe heißt Eigengrau. Ja. Tja, Profi, ich weiß das. Okay. Wird schon wieder Nacht oder wie jetzt? Auch jetzt nicht so schwer die Frage. Ich glaube nicht. Es wird dunkel, oder? Oh ja, kann sein. Oh ja, wird's. Jetzt, wo ich aus meinem komischen, halboffenen Lager rausschaue. Dragon, du musst das Lager mal anschauen. Du musst nur bei Gelegenheit bei mir vorbeikommen. Irgendwie ist das etwas. Alles, was ich da ausbaue, ist irgendwie verplant. Es ist noch nicht mal Nacht. Wie kannst du dich ins Bett legen? Doch, es ist Nacht. Ich kann mich ins Bett legen. Ich angel hier noch gemütlich. Alter, in Finnland gibt es jedes Jahr einen Wettbewerb, bei dem die Männer ihre Frauen durch den Hindernislauf tragen müssen. Kenn ich auch. Der Gewinner erhält das Körpergewicht seiner Frau als Bier. Weiß ich, ja. Boah, wenn du voll die fette Frau hast und auch noch so stark bist, um die zu tragen, dann kriegst du einfach... keine Ahnung, 100 Kilo Bier oder so. Sind die aus Marzahn? Ja, und jetzt rechnet das mal in Flaschen um. 100 Kilo. Gut, ich trinke kein Bier, mir wäre das scheißegal. Ja, ich würde das in Guavensaft umwechseln lassen. Ich bin für Cola. Ich bin für Spezi. Oder für Maracuja-Nektar oder für Wasser mit Geschmack. Yay, Dragon, endlich mal jemand, der Cola mag. Nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute, die so, ja, ich hasse Cola. Cola ist viel zu süß. Cola ist viel zu süß. Okay, warte, wegen der Aussage, Cola ist viel zu süß. Cola hat wenigstens noch einen Eigengeschmack. Wie ich gestern war es im Kino, habe ich mir halt eine große Cola und Popcorn bestellt. Das Cola hat geschmeckt wie Wasser mit Zucker. Aber wirklich. Da war kein Eigengeschmack mehr von Cola-artigen. Also mein Wasser mit Geschmack hat sehr viel guten Pfirsichgeschmack. Ja, das war auch Wasser mit Geschmack. Wasser mit Zuckergeschmack. Ja, Popcorn zum Beispiel mein tolles Vitrex Wasser mit Geschmack hier. Zum Beispiel Pfirsich oder Sternfruchtgeschmack. Das hat wirklich guten Geschmack. Und ist nicht so zuckersüß. Ach, das ist mit teils offen gemeint. Ja, irgendwie ist das doch ein bisschen... Ja, da geht's raus. Ja, da kannst du angeln. Nur, ich glaube, die Fische werden da... Oder nee, die Fische können nicht mehr hinter dich fliegen. Es gab mal eine Zeit lang den Bug, dass die Fische hinter dich flogen, alle. Das war kein Bug, das war einfach so. Ja, es war halt einfach so, aber es ist jetzt anscheinend gefixt. Alter, Vater, was hast du auf deiner Angel drauf, dass da ständig ein Fisch alles kommt? Drei. Lol, das kommt aber schnell. Ja, aber das ist jetzt extrem schnell. Ich hab doch gesagt zuerst, das ist total OP. Ich habe ihn reingeworfen und noch im Flug. Warte. Noch im Flug ist das Teil schon gekommen, der Fisch. Also, da war es noch nicht mal im Wasser. Tibi ist für Eistee. Oh, Dragon, jetzt dauert es aber schon lang. Eistee ist auch gut. Ja. Nee, wirklich, da ist in der Luft schon der Fisch gekommen. Oh, jetzt dauert es aber lang, Dragon, ne? Ja, das erhöht nur die Chance, das ist mit. Ja. So viel nur weiter. Wüstenfüchse suchen sich einen Partner für ihr ganz gesamtes Leben. Die Männchen werden so aggressiv, dass sie das Weibchen für immer beschützen. Oh. Peter, möchtest du mein Wüstenfuchs sein? Ich bin aber kein Weibchen. Jetzt schon. Pinguine sind doch auch so, oder? Die haben auch immer für ein Leben lang einen Partner. Da brüten die Männer ihre Eier. Ihre eigenen Eier. Naja, doch eigentlich auch ihre Eier.
Ja schon, aber das hat sich jetzt gerade falsch angehört. Und mit ihren Eiern ihre Eier. Ja, stimmt sogar. In gewisser Weise. Apple lässt seine Mitarbeiter an Fake-Projekten arbeiten, um zu testen, ob man ihnen vertrauen kann. Sehr klug. Dann verkaufen sie das Feature. Genau. Windows 9 ist auch so eine Fake-Ding gewesen. Jetzt haben sie Windows 10 machen müssen. Ja, genau. Nee, wisst ihr wieso Windows 9 nicht gekommen ist? Das hat verschiedene Gründe, das ist doch nicht genau klar. Nee, da gibt's einen Grund, also. Weil bei Windows 95 und so, damit die, also 99 und so, damit die kompatibel sind, sind die als Windows 9 gespeichert worden intern. Das heißt, jetzt würde dann Windows 95 mit Windows 9, könnte passieren, dass die dann irgendwie versuchen miteinander was zu tun und dann die Befehle voneinander nicht kennen. Ja, das kenne ich, das aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur so eine Theorie, das könnte man bestimmt anders machen. Also man könnte zum Beispiel als Windows 10 irgendwie intern verwalten, aber es als Windows 9 zum Beispiel rausgeben, also ich glaube, das ist der einzige Grund. Könnte es auch als Windows 9a immer speichern oder so. Ja, oder obwohl, nee. Wieso? Windows ist sowieso schon Text, 9 und dann der A. Ja, aber ist ja auch oder egal, 9. aber ich glaube nicht, dass das wirklich der Grund war, warum sie gesagt haben, ja, wir machen das jetzt so. Also, so, jetzt habe ich mal so einen kleinen Tipp für euch. Bin nicht sicher. Jetzt habe ich, der nächste Fakt ist so ein Tipp für Männer. Namensschild. Wie sie vielleicht herausfinden können, wenn eine Frau auf sie steht. Wenn eine Frau an einen Mann interessiert ist, spricht sie in einer höheren Stimmlage. Ach, darum reden immer alle Frauen mit einer Batman-Stimme zu mir. Ich bin Batman. Hi. Hi. Namensschild. Ja. Namensschild. Namensschild. Schreib Batman drauf. Ich bin Batman. Wenn eine... Du bist eine Frau. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Du bist eine Frau. Ich bin aber Batman. Ich bin Sparta. Warte. Volkswagen hat ein Auto gebaut, mit dem man 100 Kilometer fahren kann und dabei nur einen Liter Kraftstoff verbraucht. Wieso kauft man sich das Auto nicht? Hast du gerade XP bekommen? Ja. Ach, vom Tintenfisch. Weil die Ölindustrie VW dafür bezahlt, dass das Auto nicht auf den Markt kommt. Ist das die Antwort von Tavi oder was? Nee, das ist schon in den Kommentaren. Samsung hat mehr Angestellte als Google, Apple und Microsoft zusammen. Wahrscheinlich hätte man noch Facebook dazu nehmen müssen, weil Facebook hat, glaube ich, auch nur so 1000 Angestellte. Wow. Was ist das? Guck dir den Bogen an, den ich geangelt habe. Ah, hier haben wir den Pakt, den Fakt, es dauert 3 Sekunden. Ja, bis kein Flame Sekunden. Und kein Infinity, also ist nicht gut. Ja, aber habe ich schon und das ist genau das Zeug, was ich noch brauche. Außerdem, das ist wenn du ein Level 30er Bogen verzauberst, dann kriegst du. Okay, dann super, lass mich halt nicht aussprechen. Ja, wir waren noch in der Diskussion, du kannst weiterreden. Es dauert 3-6 Sekunden, bis Stille seltsam wird, okay. Ha. Okay. Nachdem ich jetzt auch kaum mehr was mache, außer rumspringen, würde ich jetzt sagen, beende ich die Leistung an dieser Stelle. Oh ja, genau an dieser Stelle. An jetzt! An dieser Stelle und aber vorher, bevor diese Stelle eintritt. Werbespot. Bevor diese Stelle eintritt, kommt noch die Werbung. Ja. Präsentiert von Alpina Weiß. Bitte angucken. Bitte angucken. Wir bekommen davon voll viel. Dragon, ja, kennst du noch nicht Alpina Weiß? Mein Gott, du bist echt. Du guckst nie unsere Videos, habe ich so ein Gefühl. Ja, echt mal. Du kennst. Dragon wird ausgeschlossen. Oder? Er wird ausgeschlossen. Er guckt doch nicht meine Videos. Du machst Videos? Nein. Ja, ich würde es trotzdem nicht anschauen. Doch, ich schaue immer alles, was. Ich schaue auch jede Folge, die Peter hochlädt. Zumindest den Anfang und dann wird es ein bisschen langweilig, weil ich dabei bin. Fertig. Mehr habt ihr nicht verlangt.
Also, mehr kriege ich kein Geld von euch. Ich verabschiede mich recht herzlich von Tebi, die uns heute wieder mal tatkräftig unterstützt hat. Mit ihren guten Kommentaren, die sie immer schreibt. Verfasst. Verfasst. So wie an Dragon, der heute sehr viel beigetragen hat, unter anderem Produktives, indem er mir zum Beispiel mit meinen internen Spielaktionen behilflich war. Und natürlich auch. Als würde ich gar nichts gemacht haben. Ja, du hast auch noch was gemacht, aber das ist ja deine Sache. Das ist ja, das habe ich ja nicht gesehen, erlebt, wie auch immer. Und natürlich auch. Ich bin nur da und tu nichts. Und natürlich danke ich auch Noah, der immer so freundlich ist und den Stream durch seine Ausdrucksweise und Art mehr oder weniger niveauvoll aufwertet, sodass auch Niveau. Aufwertet auf jeden Fall mehr oder weniger niveauvoll. Also vielen Dank an alle. Und, jo. Ich danke Peter für meine PlayStation 5, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Für mein Häschen, der aus Versehen von einem Auto überfahren wurde. Meinem Auto. Ich danke Dragon für meinen Hausdrachen, den ich jetzt habe. Putti, wo bist du? Okay. So, es hat sich gerade so aufgehört, wie er angehört. Und ich danke natürlich meiner Mutter, da. Okay. Dass sie dir den PC gekauft hat. Okay. Wem könnte ich noch danken? Ich danke meinem Deutschlehrer für die vielen schönen Stunden. Ach, verdammt. Ich glaube, Tebi kann Niveau noch nicht mal schreiben. Hat sie Nivea geschrieben? Ja. Das habe ich auch in Minecraft drin geschrieben, Nivea. Nivea? Dragon war schneller. Okay, das ist Ansichtssache, was zuerst angekommen ist. Dragon ist immer schneller. Das ist aber nicht immer positiv, wenn das... Okay, also damit beende ich den Stream 3, 2, 1 und tschüss.